weiter geht's mit Bus-Simulator 21 und heute hat die gute Mira eine Überraschung für uns. Wir dürfen gucken, ob wir vielleicht so einen Bus kriegen, einen zweiten. Ja, damit herzlich willkommen zu Bus-Simulator 21. So, was haben wir denn alles für Fahrzeuge? Den Line City, den haben wir ja schon. Zitaruka, den hatten wir ja, naja, einer der am Anfang war, 100.000 kostet der. Was haben wir denn immer? 190.000, okay. 100.000 alles kostet, ich glaube, die kosten alle gleich, okay. Der 150.000 für den Citaro und für den S417 Web Business, der würde 150.000 kosten. Momentan sind viele Fahrzeuge noch gesperrt, klar. Gelingt das sogar. Grande West, Iveco-Bus, MAN, klar, Mercedes-Benz, Scania. Kostet eine 500.000. Schade, den gibt es nicht als Gelenkbus. Aber ist ja neuer, ne? Ich bin ein älteres Modell mal gefahren, mehrmals, und fand das Ding cool. Ich dachte mir, vielleicht wollen wir den Scania als Gelenkbus haben, aber ich sehe gerade, den gibt es nicht als Gelenkbus. Den gibt es nur als 12-Meter-Version, als Citywide. Beziehungsweise den gibt es als 14,8-Meter-Version. Wie gesagt, kostet 510.000. Dauert also noch ein bisschen, bis wir den freigeschaltet bekommen. Gut, okay, gut zu wissen. Aber das ein oder andere Gelenkbus, den ein oder anderen Gelenkbus kriegen wir noch. MAN. Hier haben wir zum Beispiel einen, kostet 200.000. Aber wir dürfen jetzt einen Bus kaufen. Ich kann nicht wissen, der sieht aber aus wie Scania, ne? Ach, das sind Gasbusse, oder? Ist das richtig? Ja, Motortyp 10G, ja. Das sind Gasbusse. Hm. Alexander Dennis, die Landenbusse als Doppelstock kostet 680.000. Also die werden wir irgendwann noch kaufen und fahren. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich glaube, das dürfte kein Problem sein. So, warte, gucken wir. Wir haben also drei Fahrzeuge jetzt zur Auswahl. Was nehmen wir denn diesmal? Wir nehmen Mercedes. Ne, wir nehmen Setra. Komm, scheiß drauf, wir nehmen Setra. Haben wir noch nicht alles ausgehalten. Das heißt, ich fahre jetzt mein Setra. Dieser Bus ist ja auf der Bahn. Gefällt dir dieser Bus? Ja. Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Ja, ist soweit. Okay, ich will mal Gas geben, wenn ich will mal Gas geben, wenn ich obwohl die Tür noch auf ist. Nee, den nehmen wir schon. Alles gut, den werden wir fahren. Ich bin ihn heute ja selber schon gefahren, muss ich sagen. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja Busfahrer und hatte quasi heute, also an dem Samstag, an der Aufnahme Schicht. Bin ja, wie gesagt, gerade von der Arbeit gekommen. Und hab den gute Wahl. Das ist ein Superbus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Alles klar. Ja. Ich hätte doch mal rechts gucken können, ob da nicht irgendwo noch was kommt. Na komm, dann geben wir mal ein bisschen Gas, damit wir zur Lackiererei können. Wir können unser neues Spielzeug ja ein bisschen lackieren. Das ist das, was heute zum Beispiel unter anderem ansteht. Da will ich in der nächsten Route. Damit auch regelmäßig mal ein bisschen was auf meinem Kanal kommt, dachte ich mir, machen wir mal ein bisschen Bus-Simulator. Ich habe Bock drauf. Und ich hoffe, ihr natürlich auch, wenn ihr da, dass ihr das Ding mitgeht. Ob ich Multiplayer zocke, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, muss ich überlegen. Aber wie gesagt, klar, natürlich. Die Idee wäre da, aber nicht jetzt am Anfang, sondern irgendwann mal. Vielleicht haben wir ja irgendwann noch die Möglichkeit, ein paar Leute dazu zu bekommen, die man so aus anderen Projekten kennt. Vielleicht sind zu Kramar, dass ich ein bisschen mit ihm mal sprechen. Aber der wird momentan noch keine Spiele kaufen. Aber mal schauen.
Vielleicht haben wir ja auch nochmal Glück, dass das Spiel im Hisbus Fumo drin ist. Und das sieht man, hat man jetzt auch schon FIFA 22 gesehen, dass das neue Spiele tatsächlich auch relativ. Also, das ist eine. Ups, Alter. Das ist die Straße ums Ende gewesen. Das neue Spiele durchaus mal auch gerne im PS Plus Store oder beziehungsweise unter PS Plus verfügbar sind. Achso, lass mich raus. Okay. Ja, warte mal, ich muss links abbiegen. Oh, entscheide dich, Navi! Oh, Alter, das wird knapp. Das Ding hat ja Lenkwendekreis. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Also pünktlich kommen wir nicht immer. Das bleibt fast ausgeschlossen auf vielen Routen. Und wir kaufen natürlich immer mal wieder Busse, damit wir auch die ganzen Routen mit den KIs abgedeckt bekommen oder was auch immer. Und halt so nebenbei ein bisschen Kohle scheffeln, um dann irgendwann vielleicht mal einen Gelenkbus zu kaufen. Den will ich nämlich auf jeden Fall auch fahren. Ich finde das, bin ja gerade ein bisschen enttäuscht, dass es den Scania nicht als Gelenkbus gibt. Aber why not? Ich glaube, beim Vorgänger hatten wir dann den Erdgas-Gelenkbus. Da habe ich mich riesig drüber gefreut und vielleicht schaffen wir das. Die gibt es ja hier bestimmt auch. Ich glaube, die gibt diese BVD oder wie die hießen. Die gibt es ja, glaube ich, als Erdgasgelenkbus. Aber wie gesagt, einen oder anderen Erdgasbus werden wir sehr wahrscheinlich uns auch noch zulegen. Aber, oh, guck mal, da kommt unser nächster. Da kommt unser erster Bus, unser neuer. Ja, wie gesagt, jetzt gerade von NPCs gesteuert. Das habe ich euch eingestellt gesagt. Also wenn dann auf jeden Fall, klar, Step by Step werden wir uns natürlich doch Busse zulegen. Immer wieder werden wir alle Modelle fahren. Uns immer zulegen, hoffentlich. Und entscheide dich doch, blödes Ding, Navi. Mein Gott. Das habe ich jetzt, bin ich hier abgewogen und dann sagt er mir, nö, du musst nochmal zurück. Aber die Lackierer reißt doch voll. Und die Säcke nehmen mir beide die Vorfahrt. Der eine, der Abbieger und der rechts, von rechts kommende. Ich sage, das war eine rechts von links ohne Verkehrszeichen. Dann war es tatsächlich richtig. Aber dann der spätestens der, der gerade abgebogen ist, der mir auf jeden Fall die Vorfahrt genommen hat. Hier? Ja, doch. Ja, das ist hier. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Okay. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Gut. Passe deinen neuen Bus an. Oh, Farbe 1. Ich will eine andere Farbe. Warte mal. Was haben wir denn schönes? Weiß, grün. Kosten rechtzeitig 1000 Dollar. Wie viel haben wir denn? 90.000. Also wir können schon fast wieder einen neuen Bus kaufen. Da hätten wir fast sogar alle drei Modelle. Ah, ich will gerade, was nehmen wir denn? Wir nehmen mal weiß, Akzentfarbe. Vollverklebung. So, gucken wir mal ein bisschen durch. Ich glaube, wir können die drehen. Jawohl, wir haben ja Zeit, wie gesagt. Cool, die sieht auch nicht schlecht aus hier. Be right with Pride. Okay. Gamescom. Cool. Tobi, okay. Gamescom. Dude Boy. Die Call-In-Show. Vor allem auf Deutsch. Aber wie gesagt, es gibt ja in Amerika, gibt es ja auch natürlich sehr viele deutsche Sachen.
Oder dann Alex? Sachsen-Let's Play. Und wenn ich ehrlich bin, das nehmen wir nämlich auch das Logo. Weil ich komme tatsächlich aus Sachsen, ich bin Let's Player und das kommt auf unser Bus. Nee, das nicht kommt. Aufkleber. Aufkleber löschen. Werbung. Haben wir gerade keine. Die Neustattung. Können wir mal in den Bus reingehen, dass ich das mal sehe? Jetzt ja. Nee, du kannst es nicht, glaube ich, ne? Du kannst es nur durch die. Kannst du durch die Türen sehen. So, Nummernschild. Aber so ein bayerisches Kennzeichen. Österreich, England. Ach so, okay, das sind die jeweiligen Länder. Deutschland. Default. Okay, gucken wir mal. Deutschland, Japan, Südkorea, Niederlande, USA, Russland. Schweizer Kennzeichen. Geil, auch nicht schlecht. Und die Mexiko? Lernen sie nicht. Okay. Wir nehmen natürlich USA, Angel Shores Kennzeichen. Muss ja sein. Was sind wir denn? Ah, das ist das hintere, okay. Angel Shore. War einfach das Kürzel für Angel Shores und ich weiß nicht, welches Bundesland es ist, aber ich nehme einfach Kalifornien. So, Änderung übernehmen. So, Konfiguration für alle Busse übernehmen. Kann ich das nicht übernehmen? Alles klar, dann machen wir es so. Ich habe einen Bus gekauft, rauf auf die Straße! So, also rauf auf die Straße, natürlich ist es unser Befehl, das machen wir doch glatt. Also, Handbremse lösen und gib ihm unseren Bus, der wird gezeigt werden noch. Doch, geklappt. Was ist das hier eigentlich für eine Scheißecke? Also, du kommst ja echt beschissen raus, muss ich sagen. Aber okay, alles gut. Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Ja, ne? Sieht toll aus. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Entschuldige die Störung, Mira, aber ich muss die Expansionspläne mit dir besprechen. Ja, ich geh. Tschüss. Nerv mich nicht. Geh woanders hin. Expandier mit denen. Ist mir egal. Mach Kinder. 5, 10, 20, keine Ahnung. Alles klar, Ted. Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Ich ruf dich dann später an. So, Route 2 wollen wir nochmal, ne? Nee, das war jetzt nicht der Plan. So, Route 2 braucht. Wir mal Karten und Routen. Route 2, alles klar. In Paradise, Citra. Clinton Avenue. Ah, Route 2 nochmal.
Das glaube ich. Ja, Clinton und... So. Der Setra, ich würde dir gerne meinen eigenen nehmen, oder? So, das darf ich auch. Also, rauf auf die Straße und wir zeigen der Welt unseren neuen kleinen Bus. Unser erstes Mal tatsächlich jetzt ohne Mira. Also das Tutorial ist jetzt abgeschlossen. Ja, fahr raus, komm, das ist für mich einfacher, als wenn ich jetzt da... Als wenn ich da jetzt... Naja. Wir wollen nämlich den Zeittag abschließen. Und ich werde also quasi versuchen, pro Folge eine Route zu fahren. Um ein bisschen was auf die Reihe zu kriegen. In der nächsten Folge könnte sein, dass wir noch einen Bus kaufen. Hallo, hier ist Mira. Lief alles glatt? Ich habe schon die nächsten Schritte vorbereitet und möchte dich jemandem vorstellen. Ich hol sie mal dazu. Studententicket. Das ist Trish Hart. Ich bin für Tourismus und Kultur zuständig. Ich freue mich darauf, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt miteinander zu verbinden. Fangen wir mit West Oakwood an. Da spielt sich das Nachtleben der Stadt ab. Es wäre toll, wenn die Leute nach einer Partynacht den Bus nach Hause nehmen könnten. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Eine normale Fahrkarte. Wochenkarte 2. Ich war gestern mit dem Freund im Kino. Der Film war schlecht. Aber er war so schlecht, dass er wieder gut war. Hätte das Karten. South Amador Street. South Amador Street. Ruhe stehen. Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Stelle im Zentrum von Jedi Research angetreten. Regatta and Jetty. Regatta and Jetty. West Oakwood Bay. Ich habe gestern schon. Lincoln Street. Nein, sie fand das ganz und gar nicht richtig. Okay, tschüss. Trish hat sowas von recht. Lass uns die neue Route in der Nacht abfahren und das pulsierende Nachtleben von Angel Shores genießen. Lincoln Street. Gut, dann fahren wir die Strecke. Ja. Eigentlich müsste ich das jetzt machen, aber gut, okay, wir fahren dann jetzt. Zeit vorspulen auf. Was haben wir denn? 13, 23 Uhr? Wir sollen die nachts fahren, ne? Aber 23 Uhr. Okay, falls das überhaupt reicht von der Zeit her. Zeit vorspulen. Wir sollen die ja nachts fahren. Oh, dritter. Dann schauen wir mal, wie den Leuten in West Oakwood ihre Buslinie gefällt. So, Hans, bitte, lass ich rein. Hi, Chef. Möchtest du übernehmen? Naja. Warte mal, ich würde ja noch ein paar Leute rauslassen. Oder? Haben wir da Leute drin? So, weil ich jetzt... Lincoln Street. Was müssen wir jetzt machen? Lincoln Street. Lincoln Street. Lincoln Street. Ja. Fahre zurück nach Tilly Drive. Lincoln Avenue. West Oakwood High Street. West 3rd Street. West Oakwood High Street. Thistle Avenue. West Oakwood High Street. Florida Avenue. Warte mal, wir sollen jetzt nach Tilly Drive fahren. South Regatta. Nimitz and Seadrift.
Matcher Middle. Jetty Drive. Da müssen wir hin. Jetty Drive. Kann ich sie nicht. Warte mal. Wie halten das von schon? Ich soll jetzt nach Jetty Drive fahren, ne? Alles klar, okay. Okay, wir müssen jetzt auf Jetty Drive fahren. Ja, das ist das Problem, ich sehe nämlich nicht. So. Will ich mal gerade, ich schaffe es doch irgendwie zu sein. Checkkarte. Ihr wollt bestimmt jetzt rüber. Ist das Jetty Drive jetzt die nächste Anstelle schon? Jetty Drive. Jo, tatsächlich. Chef, Steve hier. Der Fahrer, der gerade die andere Route fährt, fühlt sich nicht gut. Kannst du die Strecke übernehmen? Übrigens, wenn du wissen willst, wann der nächste Bus kommt, guck einfach auf den Fahrplan. Danke. Senioren, bitte. Ich habe gehört, Rainblade und Neo Ecotec arbeiten gemeinsam an einem einfachen Fahrkarte. So, gucken wir mal durch, ob wir nicht hier irgendwie was vergessen haben. Was? Fahrkarte? Vorsicht, da steht der Bär hinter Ihnen. Das hat wohl nicht gezogen. Nee. What the fuck, Alter? Was für Fahrkarte? Augenblick. Meine Fahrkarte? Nächste. Hier, bitte. Die muss der Hirsch da gefressen haben. So. Oh. Das ist der Plan. So, du... Dich möchte ich jetzt kurz kontrollieren. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja, das ist ein bisschen blöde. Du hast nämlich keine gekauft. Also. Ah, leck mich doch. Ja. So. Du hast bestimmt. So, du hast. Du hast auch keine. Ganz krass, Alter. Ich habe jetzt bestimmt 5 oder 6 Schwarzfahrer hier. Der Heil, ich glaube, das sind nur ein oder zwei Leute, die jetzt irgendwie eine Fahrkarte haben. Na gut. Warte mal, ja. Sorry, dass ich jetzt gerade raushöre von meinem Kurz. Weil irgendwo gab es jetzt gerade Informationen. Die muss ich nämlich gerade mal eben suchen. Und ist das Ding auf der anderen Seite, was ist hier gerade mal? Nee. Irgendwo ist ein Info-Dings. Ah, nee, freu ich mich. Was ist denn jetzt? Irgendwas sinnvoll da hier. Ich war nur gerade ein bisschen irritiert wegen der Informationen. Es sind meine Haare. Sie war schon. Hab ich schon. So, okay, machen wir weiter. Also geht's tatsächlich doch. Das wusste ich gar nicht, dass es jetzt dass wir noch auf der Türen fahren geht. Regatta and Jetty.
Oh, Entschuldigung. Ich stehe scheiße, ja. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Einfache Fahrkarte, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte, drei Stück brauchst du. Danke. Aber ich kann sogar zurück. Klar. Hier. Ich will jetzt kontrollieren, ich will die Fahrkarte. Die Fahrkarten kontrollieren. Ich bin schon ausgesucht, Firma, wo bist du denn? Wieso kriegst du dich nicht ausgewählt? War es bestimmt kein Ticket. Jetzt hier. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Klar. Tschüss. Oh, ich setze mich hin, hallo. Entschuldigung. Aber ihr habt alle keine Fahrkarten mehr. Minimum ein Krieger, jawohl, ja. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sammlung. Oh Gott. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Wieso heißen eigentlich eure Katzen alle gleich? So, ein bisschen Abwechslung, wenn ich so reingeweiht habe. Aber... Ich muss hier raus. Hier sind ja viel zu viele Schwarzfahrer, hol mich in Ruhe. Regatta and Jetty. Regatta and Jetty Drive. Jetty Drive. Okay, ich muss mal hier unter. Okay, jetzt verstehe ich das gerade. Meiner fährt jetzt nämlich weiter. Fahre Route 1. So. Mal gerade kurz, ich muss jetzt gucken. Da ist die andere Seite. Hier geht's scheiße, oder? Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Jetty Drive. Ich soll jetzt Route 1 fahren, ne? Jetty Drive. Jetty Drive. Highlander das heißt, Esmond Avenue. Die Route. Ich verstehe jetzt gerade nicht. Die machen Videospiele. Stimmt's? Jetty Drive. Jetty Drive. Ja, aber nicht von hier. Warte mal, die Clinton, Route. South Amador Street. Ist das die hier? Bus zum Muttertyp, ja, ich habe eine Busladung. Der fährt auf Route 3, der fährt auf Route 1, also den hier nur. Ja, bitte. Moin, du, dir geht's also nicht gut, dann. Ah, toll, danke. Wenn dir nicht gut geht, dann darfst du nicht fahren. Dann wirst du auch nicht fahren. Tschüss. Die Dame. Ich würde eigentlich nicht mit auf der Straße aufsteigen, aber egal. Gut. Das ist natürlich jetzt der andere Bus, der zweite von meinen. Also mein erster Bus quasi mein neuer. Wir fahren jetzt Route 1. Wo bin ich denn? Hä? Wo bin ich uns jetzt?
verstehe gerade nicht, wo du jetzt lang willst. Wo willst du lang sein? Ach, da unten durch. Ich verstehe. Da hoch, da runter. Voll verwirrt gerade alles, ne? Hier, da ist. Durch. Tatsächlich, ist eine Haltestelle drin. Das ist gerade natürlich am Wort gewesen, Alter. Naja, ist gut. Passt schon. Sekunden sind 5 Minuten, also wir haben noch Zeit. Nächste Halt ist Jelly Drive, das heißt hier rüber. Ohne zu gucken, einfach durch. Das macht man aber nicht. Ich weiß, dass ich scheiße stehe. Aber gutes Timing. Fahrgast möchte eine Fahrkarte. Du kriegst ein Seniorenticket. Einfache Fahrkarte und gewinnt. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Nö. Eine Fahrkarte, bitte. Seniorenticket, einfache Fahrkarte, du bist. 23 Uhr. So.
klappt nicht so mit dem Fahren gerade. Klappt nicht besser. So. Enthaltestelle. Aussteigen. Danke. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich bekomme dieses Lied von All Directions. Hi Chef, Steve nochmal. Der Fahrer hat sich gemeldet. Ich soll dir Danke sagen fürs Aushelfen. Ist gut zu Hause angekommen und bald wieder auf den Beinen. Hey, gute Nachrichten. Die neue Nachtverbindung war so erfolgreich, dass die Stadt uns einen neuen Bus bezahlt. Setzen wir ihn auf einer der bestehenden Routen ein. Ja, machen wir doch. Machen wir mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns dann wieder mal im Bus-Simulator. Obwohl, warte mal. Da fand ich rote noch zu Ende. Achso, wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt eine neue Route erstellen, oder? Können wir eine Route erstellen? Route 4? Nö, brauchen wir nicht, oder? Fourth and Limits. Okay, fahre eine beliebige Route 2, sondern Citaro G einem Routennetz zu. Gut, dann machen wir das doch. So, warte mal. Lake Anza Road. North Mall. North Mall. Lake Anza Road. Warte mal. Lake Anza Road. Lake Anza Road. Kann ich jetzt irgendwie eine Route erstellen oder was auch immer? Achso, Route erstellen. So rum ist es richtig. Route 4. South Amador Street. Haben wir doch mal was wir noch nicht so. Wir haben alles irgendwo mal da drin. Chinatown warte mal, hier ist. Chinatown West. Chinatown West. Fourth and Nimitz. Nimitz and Third. Nimitz and Third. Nimitz and Third. East Third Street. Main Avenue. Nehmen wir Chinatown. City Hall North. St. Anthony Church. Chinatown West. Florida Avenue, West Oakwood High Street, Bissell Avenue, West Oakwood Bay, Bissell Avenue, Lincoln Street, Florida Avenue. So, der. West Oakwood High Street. Der kriegt jetzt einen Citaro G, der ist drin. Und. So, Fahrer, beliebige Route, bis er einen Zahltag gereist. Das machen wir bei der nächsten Folge, würde ich sagen, weil sonst ist diese Folge hier zu lang.